bin der schlechteste Freund der Weltgeschichte. Ja, einer der herzlosesten Menschen, denen wir je begegnet sind. Das geht etwas zu weit. Wir reden hier ja nicht über Attila, den Hun oder Mutter Teresa. Die Frau war das personifizierte Böse. Ich hoffe, dass unsere Beziehung gefestigter ist, nachdem ich euch meinen besten Freund zum Fraß vorgeworfen habe. Ich dachte, du wolltest nur die Welt retten. Ja, genau das. Also was ist jetzt mit dem uralten Geheimnis, das alles wieder ins Lot bringt? Ich meine, ich habe ja meinen Teil eingehalten. Nicht so schnell, Junge. Es könnte immer noch schlimmer werden. Ach, was? Kommt schon. Wie soll's denn noch schlimmer werden? Kommt, ja, echt. Wie sieht's mit den Krabblern aus? Den was? Den Krabblern aus der Tiefe. Die Dinger sind echt unangenehm. Was ist mit denen? Was mit denen ist? Tja, du wirst Tausende von ihnen töten müssen, wenn du die Welt retten willst. Oh, was meinst du mit töten? Töten, killen, exterminieren. Nenn's, wie du willst, aber du musst all deine Erfahrungen, Waffen und Munition einsetzen, die du während deines Abenteuers gesammelt hast, wenn du auch nur den Hauch einer Chance hast. Was kommt denn jetzt? Krabbler kennen keine Gnade. Waffen! Und noch eins. Wenn du noch EXP-Punkte hast, solltest du sie jetzt einsetzen. Was? Ich glaube, falsches Spiel, oder? Wenn ich du wäre, würde ich Auto-Target aktivieren. Die Teile sind echt flink. Es reicht jetzt. Wovon zum Geier redet ihr? Muss ich an den Automaten halt oder was? Klappe, oder an den Gamer? Na klar, hat sie die Socke mitgenommen. Was? Wer wäre denn auch so blöd und würde die liegen lassen? Was für eine die Socke? Die Socke, ich wusste es. Um den zukünftigen Fortbestand der Zivilisation willen. Sag, dass du die Socke unter deinem Bett eingesammelt hast. Unter meinem Bett war eine Socke? Ja, verdammt. Dann verabschiede dich mal von deiner Existenz. Ohne Socke. Ich wusste es, die Socke. Wenn die so wichtig ist, warum kann ich sie nicht einfach jetzt noch holen? Jetzt ist zu spät. Keine Zeit mehr. Ja, der Mensch ist ganz schön blöde. Das wissen wir doch schon. Aber was haben denn die ganzen Krabbler mit meinen Socken zu tun? Alles ist mit allem verbunden. Hast du nie Butterfly-Effekt gesehen? Wenn du die Socke mitgenommen hättest, hätten die Krabbler die Stadt übernommen. Aha. Kannst du dir das vorstellen? Du würdest mit dem Sturmgewehr, mit Granatwerfer und Kettensäge rumlaufen. Und du hättest Double-Jump-Skills. Double-Jump? Ja, Double-Jump. Und Deckung in der Wand. Und wofür bräuchte ich diese unglaublichen Skills? Hast du nicht zugehört? Um mit den verdammten Krabblern fertig zu werden. Ja, aber ich habe die Socke nicht mitgenommen. Also, was passiert jetzt? Wir haben's ja gesagt. Ohne Socke besteht keine Hoffnung. Aber es gibt auch keine Krabbler, oder? Genau. Tja, dann, Problem gelöst. Randall 1, Krabbler 0. So einfach ist das nicht. Du hast die einzige Chance verpasst, aus diesem Adventure mehr zu machen, als einfach rumzulaufen, mit Leuten zu reden und Sachen zu klauen. Aber das war mal ganz gut. Ich rede von Kriegsmaschinerie, von der Attacke aus dem Schützenloch in einem Hagel von Geschossen, vom Drücken des Abzugs bis der Finger ab. Ja, ist ja gut. Also quasi alles, was das Herz begehrt. Okay, gut. Ich habe die Scheißsocke aber nicht mitgenommen. Schade, dass ich jetzt die Krabbler verpasse. Können wir uns jetzt wieder um das Wesentliche kümmern, ja? Die Welt geht zur Hölle und mir ist gerade nicht nach Waffen abfeuern und rumspringen und so einer Scheiße. Double Jump! Wie auch immer. Okay, das reicht jetzt. Wir haben dem Jungen unser Wort gegeben. Jetzt müssen wir es auch halten. Aber wenn der Boss das rausfindet, rüstet sie unsere Eier. Die hat uns eh schon am Arsch. Was denkst du, Hungersnot? Gut. Stimmt. Dann sind wir uns alle einig. Also, was jetzt? Geh mal ein Stück zurück. Wir öffnen das Portal. What? Oh nein. Oh nein. Wir sollten das Portal nur in extremen Notfällen benutzen. Also sei vorsichtig, Master. Da rein! Ihr glaubt, dass ich da reingehe? Auf keinen Fall. Bist du doof? Da werde ich sicher desintegriert oder so. Habt ihr nicht auch noch mehr Hunger? Dieser Freund von ihm war ja nicht mehr als Haut und Knochen. Okay, ich gehe ja schon. Na gut, oh, wir benutzen die Leiter. So. Und? Ich glaub's nicht. Ich bin noch ganz.
Randall Hicks, ehemaliger Zeitsklave, im Moment interdimensionaler blinder Passagier. Der Erzähler, und ab sofort Raumzeitgestrandeter. Was? Alles hat ein Vorher und ein Nachher. Alles hat einen Anfang und ein Ende. Unsere Geschichte, so wie viele andere Dinge auch, endet genau da, wo sie begann. Entschuldigung, was ist heute für ein Tag? Heute ist der Tag, an dem du eine zweite Chance erhältst. Die Chance, nach der du dich so lange gesehnt hast und für die du gekämpft hast. Der Ort? Eine Bar. Der Tag? Sonntag. Die Zeit etwas früher, als diese Geschichte ihren Anfang nahm. Wow, Sie wissen ja offensichtlich, wovon Sie reden. Wer sind Sie denn, wenn man fragen darf? Niemand von Belang. Nur ein Bühnenarbeiter im Schatten. Jemand, der sich hinter den Kulissen wohler fühlt. Ein Dramaturg, der seine Zeit an der Tastatur verbringt. Ich bin der Erzähler. Aber du kannst mich Rod nennen, wenn du willst. Wissen Sie, Rod, Sie erinnern mich an diesen obdachlosen Stalker. Der fuhr auch so aufs Mystische ab. Aber dann haben wir uns zerstritten. Obwohl, so unter uns, ich weiß nicht, ob es an dem Anzug oder an der Zigarre liegt. Aber ihr zwei seid echt nicht vergleichbar. Sie sind mir so der klassische, elegante Typ. Absolut. Danke, Randall Hicks. Nun erfülle deine Bestimmung. Und hier... Nimm das. Was? Das wird dir nützlich sein, egal wo du hingehst. Hä? Ein falscher Bart? Was für eine geile Erfindung. Ja, wir gehen mal hier rein. Okay, da ist mein anderes Ich. Wäre wohl besser, wenn der mich nicht erkennt. Absolut. Ich glaube, ein Selbstgespräch wäre wohl jetzt das Vernünftigste. So komisch das klingen mag. Natürlich. Guten Abend, der Herr. Ich hätte da ein paar Fragen, wenn es keine Umstände macht. Oh oh. Oi! Was glaubst du, was du da tust? Ich wollte nur mein anderes Ich davon überzeugen, dass es keine gute Idee ist, Metz Ring zu behalten und... Das geht nicht. Da musst du dir was anderes einfallen lassen. Selbstgespräche sind hier keine Option, okay? Da könntest du mal wieder das Raum-Zeit-Kontinuum aus dem Gleichgewicht bringen. Das ist zu riskant. Eine falsche Aktion und bumm! China dem Erdboden gleichgemacht. Ja, das passierte 54 schon mal. Wisst ihr noch? Ja, ich erinnere mich. Und du weißt auch noch, was wir durchmachen mussten, um alles wieder gerade zu biegen? Deswegen lassen wir nicht zu, dass sowas nochmal passiert. Aber gar nichts, Junge. Okay. Du kannst mit dir selbst nicht interagieren. Du musst einen anderen Weg finden, deinen Doppelgänger loszuwerden. Und weißt du was? Den Schnauzbart solltest du auch dran lassen. Er hat recht. Gib dich einfach als jemand anders aus. Zwei Randalls an ein und demselben Ort könnte verdächtig wirken. In Ordnung. Ach so, wir müssen den... müssen unser anderes Ich loswerden und quasi dann selbst in die Rolle schlüpfen. Wir müssen uns jetzt selbst umbringen. Das ist ja cool. Oh, da sind die ja wieder. Nicht jetzt. Aber hier ist doch ein Bier, oder nicht? Statt hier nicht gerade ein Bier? Was geht, Padre? Wie immer eine echte Stimmungskanone, hä? Warum reden wir so komisch? Warum gehe ich jetzt auf Klo? Was ist los, Charlie? Hast du gerade erfahren, dass Alf in Wirklichkeit ein Zwerg in einem Kostüm war? Wer zum Geier bist du? Lass mich in Ruhe! Was ist denn los mit dir? Kennst du deinen alten Freund Randall nicht mehr? Und warum bist du so komisch rausgeputzt? Du siehst wie Joaquin Phoenix in Her aus. Egal. Das hier ist ernst, okay? Ich bin so dicht und so sauer. Ich flipp gleich aus. Mal langsam, Kumpel. Du machst einem ja Angst. Was ist denn passiert? Diese Wonder Comics Bastarde. Die haben Captain Red abgesetzt. Nach 35 Jahren. Weiß gar nicht, was die geritten hat. Er ist der beste Superheld aller Zeiten. Ja, weiß nicht. Ich fand ihn immer irgendwie lahm.
Was? Hat mir nie eingeleuchtet, wie der seine Superkräfte erlangt hat. Ein radioaktives Fass in einem Paintball-Match. Ich meine, geht's noch? Aber mir gefiel Mooseman. Du weißt schon, der Typ, der Schokoladenmus aus seinen Händen verschoss. Mooseman, oder? Der war cool. Ja, eine geile Ära. Mit das Beste von Mr. Miller. Wenn ich den Typen erwische, der das zu verantworten hat, dann quetsche ich eigenhändig langsam das Leben aus ihm raus. Tja, euch Fans muss man aber auch die Schuld geben. Ich meine, ihr habt nicht gerade hinter ihm gestanden. Das waren nicht seine echten Fans. Die Typen sind erst eingestiegen, als vor 2 Jahren der Film rauskam. Aber jetzt, wo der Neuheitsfaktor weggefallen ist, mögen sie plötzlich Captain Red nicht mehr. Ich hasse diese Parasiten. So ist halt das Leben, Charlie. Es gibt einen Anfang und ein Ende. Ich glaube, alles. Ich weiß, was wir machen Bullshit. Müssen. Es gibt Sendungen, die laufen schon seit 70 Jahren. Mhm. Ja. Jeden Tag sterben Leute, Randall. Erzähl das mal, Matt. Okay, ich glaube fast, wir müssen den Charlie dazu bringen, unser anderes Ich zu killen. Hast du heute Abend irgendwas Irres vor? Was versteht ein Randall Hicks unter Irre? Ein Waisenhaus niederbrennen? Ein Zeppelin hochjagen? Hey, das mit dem Zeppelin war Matts Idee. Außerdem hatten die das verdient. Der Zeppelin hat uns die ganze Zeit provoziert. Egal. Ich will in meinem Schmerz alleine sein. Also, wenn's dir nichts ausmacht... Ja, klar. Warum schreibst du nicht einfach an Wonder Comics? Du hattest doch eine Menge Ideen, wie es weitergehen könnte, oder? Glaubst du, ich hab das nicht schon längst versucht? Ich hab meine Ideen schon jahrelang eingebracht und die haben nicht eine einzige davon verwendet. Ach echt? Und was ist mit der, wo die Typen Captain Red entführen und ihn einer Geschlechtsumwandlung unterziehen? Story hast du mir im College erzählt und ich fand die echt cool. Ja, die schrieben mir zurück, dass das Skript nicht richtig zu Captain Red passte. Zu viel explizite Bilder, meinten die. Glaubst du das? Captain Red ist für Erwachsene. Wo es auch mal um Erwachsenenkram geht. Das ist doch kein Garfield-Comic. Ja, dann sind sie wirklich selbst schuld. Absolut. Na gut. Okay, dann lass ich dich mal mit deinem... Gute Entscheidung, glaub mir. Ich bin heute gefährlich drauf. Das klang etwas... Hauer! Okay. Hallo? Oh. Wow, ist ja ekelhaft. Hello. Na, sieh mal einer an. Wen haben wir denn da? Entschuldigung, kennen wir uns? Tja, Nein. Ist die Sonne gerade aufgegangen? Oder ist das nur dein Lächeln? Das muss wohl die Sonne sein, weil ich wildfremde Typen nie anlächle. Das war fies, aber gut gekontert. Danke. Willst du was bestellen? Oder starrst du nur weiter auf meine Brüste? Oh, tut mir leid. Beides. Aber ich dachte eigentlich, dass deine Brüste mich anstarren. Ja, der war gut. Also, nenn mich misstrauisch, aber du siehst aus, als kämst du gerade aus dem Knast. Was? Auf keinen Fall. Sicher? Tja, wenn du einen Drink willst, zeig mir mal dein Bares. Mein Bares? Ich wusste es. Sieht das hier für dich wie die Wohlfahrt aus? Tja, nee, dann wären hier sicher viel mehr Kinder drin. Wie wär's denn mit... Ich möchte mich für mein Verhalten entschuldigen. Ich schäme mich sehr. Jetzt kommt also die sensible Nummer, ja? Ja, warum nicht? Nein, ganz und gar nicht. Ich will mich wirklich entschuldigen. Ich bin da wohl etwas zu weit gegangen. Okay, Entschuldigung angenommen. Jetzt lass mich allein, ich habe Besseres zu tun. Ja, klar. Kann ich bitte ein Bier haben? Geht das schon wieder los? Hast du Geld? Tja, Kein Geld, kein Alk. So läuft das in der Bar. Und jetzt raus. Okay. Ich weiß, das geht mir nichts an, aber der Typ erzählt Sachen über dich. Wer? Na, dieser Wichser da an der Bar. Randall? Und was genau hat er gesagt? Tja. Was er sagte, dein Körper... Er sagte, dein Körper sei ein Märchenland und er hätte schon alle Gipfel erklommen. Er sagte, dass er schon 3 Jahre ein geheimer Affäre habt. Er sagte, nehmen wir mal das. Er sagte, dein Körper sei ein Märchenland und er hätte schon alle Gipfel erklommen. 2 Mal. Er hat was gesagt? Ja, ich habe nicht nach mehr Details gefragt, weil ich ja kein Perversling bin, aber... Wer weiß, was der sonst noch alles rum erzählt. Entschuldige mich mal kurz.
Was ist denn bei dir kaputt, Randall? Hey, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Ich weiß, was du rum erzählst. Was? Dass Sharknado gar nicht so schlecht ist, wie die meisten glauben? Hör zu. Du hast schon so einiges abgezogen, seit ich dich kenne, und ich habe immer ein Auge zugedrückt. Aber diesmal hast du es zu weit getrieben, Randall. Ich weiß nicht, wovon du überhaupt redest. Was habe ich gemacht? Na, du läufst rum und erzählst Leuten, wir wären zusammen. Was? Du hast schon richtig verstanden. Ich habe es gerade erfahren und ich find's nicht witzig. Willst du dir ein lebenslanges Lokalverbot einhandeln oder was? Ich weiß nicht, wo du das her hast, aber ich erzähle schon nicht mehr, dass wir zusammen sind, seit du mir den Drink spendiert hast. Du weißt schon, der sich dann als Batteriesäure rausgestellt hat. Ich hoffe, du lügst mich nicht an. Elaine, ich schwöre, das muss ein Missverständnis sein. Okay, dann ist ja gut. Okay. Auf keinen Fall. Die hat inzwischen Haare auf den Zähnen. Hä? Hey. Schlüssel? Den behalten. Das ist ja toll. Und jetzt? Bananenschale? Fass ich nicht an. Können wir irgendwo anders hingehen? Ich möchte raus hier. Scheiße. Ich störe mal lieber. Okay. Was geht, Padre? Wie immer. Dem kann ich auch keinen Schlüssel geben. Den kann ich hier noch irgendwas machen? Da ist ein Kondomautomat. Das macht keinen Sinn. Sorry, dass ich noch. Okay, gut. Das. Okay, da kann ich nichts machen. Ansonsten habe ich hier nur ein Klo. Mir ist gerade. Hä? Auf keinen Fall. Nee, lieb. Hä? Auf keinen Fall. Die hat inzwischen. Ich wühl nicht im Müll. Und dann? Hey. Fass ich nicht. Was soll ich denn jetzt machen? Und wenn ich das rund. Ich brauch. Würdig. Irgendwas muss ich da machen. Moment mal. Wenn ich jetzt wieder ganz am Anfang stehe, wieso ist dann Elaine immer noch so heiß? Hoffentlich bleibt sie für immer so. Nee, lieber nicht. Hä? Randalls Geldbeutel. Ah! Okay. So, also. Nein, der gehört. Hä? Entschuldige, Elaine? Kann ich bitte ein Bier haben? Ich sagte bereits, kein Geld, kein Alk. Ich habe gerade zufällig meinen Geldbeutel gefunden. Okay, ein Bier also. Ja, aber nicht für mich, sondern den Gentleman an der Bar. Randall? Ja, ich hatte den verwechselt, als ich sagte, der hat über dich geredet. Jetzt will ich mich bei ihm entschuldigen. Mach ihm doch bitte ein großes, ja? Wie auch immer, ist ja dein Geld. Alles klar. So. Für mich? Von dem Typen mit dem falschen Bart. Hey, zu einem Freibier sage ich nie nein. Hoffe bloß, dass der nicht irgendwelche Gefallen im Gegenzug verlangt, wenn du verstehst. Okay. Tja, da haben wir schon mal den Geldbeutel, den er jetzt nicht mehr hat. Was macht er? Ach, ey, super, den bin ich los. Jetzt muss ich nur noch seinen Platz einnehmen und auf Matt und Sally warten. Ich muss alles tun, um die Vergangenheit zu verändern. Schritt 1, Matt davon abhalten, sich zu betrinken. Schritt 2, in 3... Hey, du, was hast du vor? Ich? Nichts. Bist ein schlechter Lügner, Kumpel. Glaubst du, ich könnte in diese wunderschönen Augen blicken und einfach skrupellos lügen?
Das würde ich nicht fertigbringen. Ach, wirklich? Meine Augen sind circa 20 Zentimeter weiter oben. Entschuldigung. Kann nichts dagegen machen. Er kommt lebend zurück. Verdammt, er ist schon zurück. Ich muss ihn etwas länger in der Toilette festhalten. Entschuldige, Elaine. Stell doch diesem Randall noch ein Bier von mir hin, ja? Klar, solange du zahlst. Mm-mm. Keine Ahnung, wie lange es jetzt noch hin und her geht. Er geht schon wieder auf Klo. Meine Güte, das läuft aber schnell durch bei dem. Ist ja nicht zu fassen. Oben rein, unten raus. Wir gehen mal hinterher. Sorry, dass ich nochmal störe, Charlie. Weißt du, dass gerade eben der Herausgeber von Wonder Comics das Pissbecken benutzt hat? Machst du Witze? Das ist nicht komisch, Mann. Mann, ich mein's ernst. Der kam rein und sagte, fuck Captain Red. Und dann hat er losgeschifft. Du meinst der Chefredakteur? Redest du von Connor McCarthy? Eben der. Der kam rein und sagte, fuck Captain Red. Und dann sagt er, ich bin Connor McCarthy. Ich glaub's nicht. Der traut sich was, seine Visage hier zu zeigen, nach dem, was er sich geleistet hat. Du solltest ihn einfach loswerden, weißt du? Ihn einfach umhauen oder so. Der sah nicht nach viel aus. Mit dem wirst du fertig. Ich leg das Arschloch um. Was? Ich bring ihn um. Nein, nein, das wird doch nicht nötig sein. Du musst ihm nur etwas Angst einjagen. Komm schon, Mann, das ist ein bisschen zu extrem. Charlie, nein! Stirb! Oh, heilige Scheiße! Stirb! Stirb! Was? Oh Gott, was denn jetzt? Alter, hey, Alter! Das war grotesk. Mentale Notiz? Nie wieder Charlie auf die Eier gehen. Der Typ ist ein absoluter Psycho. Alles klar. Ja, ja. Ich glaube, wir gehen dann mal. What the fuck? Wo ist der? Hat er den rausgeschmissen? Oh mein Gott. Was denn jetzt? Hey, man sieht ja kaum die Schnittwunden und das Blut. Cool. Was ist daran cool? Oh. Ich speichere mal.